Hey Leute, willkommen zurück hier bei unserer Munchkin-Runde. Mit dabei wieder der Demis. Hallo! Vita Boy und Dalu. Immer noch. Nein. Ja, und ich werde jetzt hier von dem da. Genau, der Kampf ist direkt, bevor wir was ist, wenn ich jetzt direkt fliehe, dann habe ich alle Bewegungen weg. Nee, dann fliehen gibt dir eine Bewegung dann weg, wenn du den Kampf verlässt. Also wir haben das so gehandhabt, eigentlich wird jetzt der Kampf sein. Und wenn die Kampfphase fertig ist, kannst du dich nur noch bewegen. Das heißt, du kannst auch nicht mehr einen neuen Kampf machen, du kannst nicht mehr einen neuen Raum auf, Aktion ist weg. Aber der Kampf ist gezwungen. Das heißt, du hättest dir auch eh nicht aussuchen können. Das heißt, du kannst fliehen für einen Weg, den du dann in den Raum gehst, kannst dann aber noch weitermachen und kannst dann einen neuen Raum öffnen. Das heißt, du könntest jetzt zweimal pro Runde kämpfen. Boah, da kommt ja gut raus aus der Sache hier. Ja, eine 19 dann. Der Feigeist ist schon stark. Ne? Unter zwei Würfel, er macht dich nass. Und er wird dir immer wieder folgen, bis irgendwann schaffst du es nicht mehr zu entkommen. Dann hat er dich. Der trampelt ja auch über die Türen rein, ne? Ja, das Einzige, ist wo du nicht eben kannst. Gehst du nicht hier durch eben? Ja, aber das war keine verschlossene Tür. Eben, verschlossene Tür hat er nicht aufgemacht. Die ist ja nur zugelehnt. Ach so. Ist ja nur angelehnt. Ich dachte, der trampelt alle Türen rein. Es gibt eine Möglichkeit zu fliehen für dich, indem du durch die Eingangshalle gehst. Ja, ich weiß. Du musst nur gucken, dass du eine Stufe verlierst. Ja, ich fliehe erstmal. 4, 5 oder 6? Schade. Oh. Das wäre so geil, wenn der Bullrock alle Türen einreißen würde und dafür den Weg für den Plutoniumdrachen freimacht. Ja, der Gezinkten, ne? Er muss die Würfel zinken. Oh, da gezinkt er. Er schummelt und dreht einmal seine Würfel, wie er so will. Schon flieht er. Hier darf ich da durchsuchen und dann darf ich noch gehen, ne? Einen Fuß hast du jetzt da verloren, ist fliehen. Okay. Durchsuchen kostet dich auch einen Fuß. Also wenn du jetzt looten willst. Willst du looten? Ich dachte, er kann das dann auch nicht. Dann darf ich ja zweimal würfeln, ne? Ja. Okay, warte mal. Ich krieg dich grünzig, krieg dich. Ich kann bis zu zwei Karten noch ablegen, nämlich. Und da bekomme ich nochmal zusätzlich plus 1, ja? Also insgesamt plus 3, dann lege ich hier den Elf und den Supermunchkin ab. Was? Ja, habe ich schon. Was? Dann habe ich plus 3. Na, immerhin die 7. Die 7 ist das einzige Schlechte. Ah. Zieh eine Monsterkarte. Halt. Ich würfel nochmal neu. Was ist das denn für eine Karte? Neuer Würfel. Spiele diese Karte, nachdem du mit einem oder mehreren Würfeln gewürfelt hast, du darfst einige oder andere von dir würfeln. Die 7 ist das einzig Schlechte. Okay, jetzt will ich 10. 10. 500 Goldstücke und 2 Schatzkarten. Ja, nehm ich. Der Raum ist komplett ausgeplündert und kann nicht mehr gelootet werden. Du bekommst auch noch das, was auf A liegt. Das sind auch 300. Ja, deswegen habe ich einfach hier. Was hab ich da verloren? Doppelt. Ja, wenn sowas muss man wissen. 500 kriegst du dann auch, ne? Dann hätte ich den Raum und zwei Schätze. Und zwei Schätze hier. Ja, das Ding hängt an dem Monster. Aber wieso? Ich gehe direkt schon mal in die Eingangshalle, ja, damit dein Stalker hier mir nicht. Naja, 500. Guckt euch das an, ey. Die alle hier kassieren voll ab und ich bin hier immer noch. Bodensatz. Bodensatz. Der Gesellschaft. Ja. Du bist fertig? Will ich noch wissen? Ich will das noch wissen, weil dann bewegt sich noch jemand. Ja. Warte mal. Ich bin. Ich hätte gern ein paar Mitleid-Likes. Mitleid-Likes? Kriegst du ein Dislike? Mitlikes. Für Scheiße gespielt. Für Spiel nicht verstanden. Was bist du denn? Elf? Nix? Ich bin elf! Nein! Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich hab gerade ein Item bekommen, nichts! Ich weiß gar nicht, wo ich mal hinlege. Ihr lasst mich doch nicht mit die popeligen Stufe 2 Monster besiegen. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe? Kannst du ja nicht mehr, du hast keinen Fuß mehr. Was ist, wenn ich noch einen Fuß jetzt mir cheaten kann? Was? Dann könntest du da hingehen und es wird nichts passieren. Nicht mehr kämpfen mit dem. Im nächsten, sobald du wieder dran bist, greift er dich direkt an. Die laufende Nase rotzt sich dann voll. Die 10, rotzt sich weg. Ne? Aber du musst auch noch bedenken, es steht noch jemand neben Mann, der laufen kann. Ja. Naja, ich zieh mir trotzdem schon mal die Schuhe an, aber ich bleib da erstmal stehen. Elfenflipflops. Elfenflipflops! Oh, ich bin ja noch eine Bewegungskeule. Sag uns doch mal, was die Elfenflipflops machen. Achso, ja klar, Elfenflipflops. Bist du ein Elf, erhöht sich deine Bewegung um 1, nimm dir einen weiteren Bewegungsmarker. Bist du kein Elf, darfst du dich jederzeit von einem Monster wie ein Elf behandeln lassen. super Text. So. Ja. Mit dem ist egal. Ja, ich darf mal wieder nichts erreichen. Ändert ja nichts. Unterstützt der ihn? Nein, jetzt. Er kann das wäre noch schön. Der Kampf wäre geil, ne? Nee.
Nee, nicht so. Ist er dein Monster? Ich bin da oben. Ja, ich. Ach, ich bin es ja, ne? Ich, Leute, ich gehe in den nächsten Raum hier. Oh, der will ja das neue Gebiet erobern. Genau. Wenn du weglaufen willst, kriegst du auch eine Stufe weniger. Ja, kannst du nicht abhauen, weil die intelligent sind. Das ist ein Drachenraum. 5 für alle Drachen, 3 für alle anderen Feuermonster. Ich will einfach mal den Munchkin weg. Da muss der Plutoniumdrache rein. Ne, Text, genau. Ja, da muss der Drachen reinpacken, dann, weil der muss ja hinterher bekämpft werden noch. Warum muss? Naja, denn es kommen keine neuen Monster, solange noch Monster im Dungeon sind. Das heißt, wenn alle Monster weg sind, müssen wir uns noch um die kümmern. Hier unten kommt eine Dreiertür hin. Und das ist schon mal gut. Ich glaube, dann wird das Feld da auch nicht weitergehen. Achten wir nicht darauf, dass große Gegenstände auch Bewegungen kosten? Inwiefern? Also, wenn du mehrere davon hast, gibt es eine Regel. Deswegen hat der Zwerg keine so viel tragen, wie er will. Denn hier ist es so, wir machen das wie ein normalen Kartenspiel. Du als Zwerg kannst du zwei Zweihandwaffen tragen, als alleine nur eine. Achso, das muss man mir sagen. Das sind Sachen, die kannst du vorher alle gar nicht auch berechnen. Das hast du auch alles nicht notiert oder auf dem Schirm. Ja, weil du möchtest mich die einfach aus. Weil das mit den Bewegungen, das macht erst Sinn, wenn du mit mehr als 4 Leuten spielst. Also Zweihand und Einhand die dann auch. Ja, draußen liegen haben kannst du nur eine Zweihandwaffe. Ist das hier nicht wie bei Zwergen, beliebig viele große Gegenstände? Ist das beliebig viele, nicht noch eine weitere? Du kannst eine beliebige Anzahl großer Gegenstände tragen, ohne dass diese eine bewegende Waffe. Ja, die anderen können nur einen Zweihand tragen. Ich kann nur eine Zweihandwaffe auf dem Feld haben. Moment, große Gegenstände? Große Gegenstände? Da steht dabei großer Gegenstand. Was anderes. Ja, und habt ihr das irgendwo mal stehen, außer meiner Zweihandwaffe? Das ist nur meine Rüstung, glaube ich. Hier weiß ich aber, bei normalen Kartenspielen gibt es ja jede Menge, wo dann auch groß dran steht. Richtig, das gibt es hier aber nur sehr begrenzt. Große heilige Waffe. Ja, Zweihandwaffe. Ja, ist klasse. Die zwei sind nicht groß. Ja, okay, aber ich glaube, Zweihandwaffen darf man trotzdem nicht verwenden, oder? Richtig. Nee, nicht verwenden. Dafür bräuchte ich dann die Karte und zwei Arme. Oder schubbeln. Ja. Richtig. Okay. Aber alle Klarheiten gesagt. Ja, muss ich jetzt übernehmen, das dürfte ich. Und das Monster kommt. Ich habe gerade. Ich bin ja dran, genau, ja. Ich habe auch keine Karte bekommen. Du hast Karte, ich? Nee, schon lange, wir haben schon das. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir die ganze Zeit gerade gemacht. Er ist in den Raum gegangen, der in der Angel liegt und so. Drachenraum. Da habe ich doch vorgelesen. Da haben wir auch gesagt, da muss ja Plutoniumdrache rein und. Ich hoffe, sie mitbekommen. Dann haben wir gesagt, da ist eine magische Tür, da wird der Dungeon wohl erstmal nicht weitergehen. Ich habe weggetreten, aber die Tür macht voll frisiert. Okay. Nicht rot, ne? Nee, orange. Wenn du den rot machst, hebst du Vita. Ne, der Vita kriegt das Monster jetzt. Ja? Okay. Ja, der Vita bekommt König Tut. Oh, der ignoriere jeden der Stufe 2 oder niedriger. Also mich. Flammenangriffe zählen gegen König Tut doppelt. König Tut kann durch verschlossene Türen und geheime Türen wandeln, als wären das normale Türen. Schlimme Dinge, nimm einen Treffer und verliere eine Stufe. Er ist Level 16, hat 2 Level und gibt 4 Schätze. Ja, hier, der kriegt wieder. Hast du mir gegeben. Ja, weil dann, damit er jetzt auch nochmal sieht und lesen kann. Nee, er kämpft ja dagegen. Der kämpft da, glaube ich, nicht. Will mir jemand helfen? Was ist das für einer nochmal? Hab ich schon vergessen. König ist das ein großer? Nö. Nee, ist ein normaler und er ist was? Oh, er ist untot, er wird gebufft. Vom Schädel. Ja, stimmt, das plus 5. Der ist also 21. Der ist 21, ist König tot. Vielleicht kann mir ja mal jemand helfen. Wie viel ist der 21? Ja. Ich muss ja irgendwie mal vorwärts kommen hier. Ich kann dir nur 10. Ich bin 14. Na, zusammen kriegen wir auch nicht genug auf die Waage. Ja, wenn die maximal 2 Leute was machen dürfen, dann nicht. Ja, es darf nur einer helfen. Ich bin 14 stark. Nee. Kommst du nicht auf 1, 2, was bist denn du? Ja, ich bin 2. Immer noch. Hast du es gemerkt? Ich bin 14, 18, 23, 2. Ja. Ich dachte, ich wäre mit 8 schon schlecht. Ich bin das Untier. Ich bin das Untier hier. Ich helf dir. Wenn du auf jeden Fall mich mitnimmst. Hä? Wie? Nein, ich helfe dir, wenn du mir jetzt versprichst, also egal was jetzt passiert, du mich mitkämpfen lässt. Egal was jetzt passiert, das klingt ja dann fiesen Hinterhalt. Nein, das klingt, ich will es mir nur sichern, weil es ist eine wichtige Karte, die ich hier spielen könnte. Ich würde nicht ignorieren, ich würde nicht auf den einfallen. Was willst du denn sonst dafür haben? 66% der Schätze, die das Monster, was dann kommt, hat. 66% der Schätze? Ja, es gibt also zusätzlich. Wenn es 3 Schätze gibt, will ich 2. Und du kriegst aber auf jeden Fall das Level. Weil wir werden den Kampf gewinnen. Warte, wenn es 3 ist. Wie wär's mit der Hälfte der Schätze, weil. Und was ist, wenn es 3 gibt? Wenn's. Ja, gut, dann kriegst du. Ja, komm, ich brauch Schätze, ich brauch Stufen. So. Dann kriegst du, wenn es eine gerade Zahl ist,
teilen wir sie, wenn es ungerade ist, kriegst du den einen Schatz mehr. Deal. Aber wie machen wir es mit der Aufteilung? Zufällig. Also geben einfach. Ja, komm, komm, mach. Was heißt der Verwandelkönig tut, mit einem Monster, ein liebiges aus dem Ablagestapel, dann eine Monsterverwandlung. Und jetzt suche ich mir ein Monster aus, was natürlich eine ungerade Anzahl an Schätzen hat. Okay, das kriegen wir nicht hin. Ja, am besten eigentlich, was eine hohe Anzahl an Schätzen hat. Ja, du musst ja noch kämpfen können, denn du bist ja auch nicht schwach. Du musst auch noch gewinnen. Das ist doch so cool, ey. Wir ja, machst du was mit? Nämlich ja, mit dir schon. Mann, ja, hat's nicht leicht. Wir kämpfen gegen die Piñata. Die Piñata getötet, würfelt jeder Munchkin im selben oder in einem benachbarten Raum, in dem Fall aber auch die Leute, die dann halt helfen, weil wir das ja mit den benachbarten Räumen helfen, nicht machen, würfeln und bekommen das Resultat mal 100 in Gold. Ja, also nur wir beide dürfen. Genau. All dein Gold, also wenn du verlieren solltest noch, all dein Gold wird auf dem Boden verteilt, dass dein Gold im Raum mit der Piñata fallen. Es gibt zwei Schätze, du bekommst ein Level. Ja. Und das ist halt schon besser. Welche Stufe hat die Piñata? Fünf? Das ist das halt. Was ist mit dir los? Willst du mir denn wieder hochbuffen, ey? Verdoppeln. Ja, plus 20. Würdet ihr was machen? Das ist ja bei dem, du musst alles fragen und würfeln und alles. Ja, möchte jemand eingreifen? Intervenieren? Nee, und mich da hindern, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Ja, hau die Piñata um, Alter. Ja, komm, hau den Crunchstock raus, klatsch. Wir würfeln jetzt. Ja, was sie bekommt, ist für Geld. Richtig. Dann würfelt eine 1. Eine 6. Oh, da sind wir bei 10 gewürfelt. Du bekommst einen Schatz. Dankeschön. Das soll auch gezeigt werden. Plus 3, nur für Krieger nutzbar. Arschtrittstiefel. Ich bin natürlich kein Krieger. Yay! Ich hab ein heißes Eisen, also ein Laserschwert. Also plus 3, magische flammende Keule. Bringt mir nur leider nichts, aber nicht schlimm. Ja, damit hättest du so ordentlich einen Raum. Die beiden kommen raus. Ich möchte dann noch gerne noch meine zwei Schritte gehen. Okay. Der kommt auch weg hier, ne? Ja. Den packen wir wieder. So. Hier, du feiger Elf, ey. Da darfst du nicht rein. Wieso glaub ich nicht? Feiger Elf darfst du nicht. Deswegen ist er da hingeflohen. Ah, du feiger. Haha, ich bin Elf! 600 Gold für dich. Danke schön. So, aber 900, gibt's da fehlt ja noch. Nicht, ja. Da haut der einfach ab. Nein, kannst du mal sehen. Und 600 Gold für mich. Da haut der einfach ab. Gucken wir mal eben hier, was der Timer sagt. Ja, noch 6,5 Minuten. So, ist dein Zug komplett zu Ende? Sind wir durch? Ja. Du wirst ihn noch bewegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der steht da gut. Du bist dran wieder. Du bekommst eine Karte, weil du dran bist. Und die beiden sehen dich. Kriegst du nicht auf jeden Monster irgendwas? Nein. So, warum denn nicht? Warum sollst du für deine Monster belohnt werden? Die intelligenten, gruffligen Gerüder haben dich gefunden. Haben mich gefunden, ey. Die sehen dich auch. Wochen lang. Die sind 18 stark und wollen kämpfen. 18 stark und wollen kämpfen, ey. Die sind auf Krawall gebürstet. Ja, ich nehme dir auch Schätze. Ja, aber hallo. 4 Stück. Ich komme auf 10. Oh, gegen dich habe ich sogar noch hier 2 Würfel. Ich könnte dir helfen. Ich bin mal so frei hier und dreh mal deinen Füße um. Warte, das sind die Furchtangriffe. Nein. Oh. Ich helfe dir. So eine bist du, ja? Für 2 Schätze. Für 2, der hat es Horten. Gibt 4 Stück. Ja, will horten. Merkst du was? Die sind 18 stark. Und nicht, dass sie noch eine Limo trinken. Kann man in den Raum ja nicht handeln? Das ist ein Handeln? Deal, ja, da ist ein Deal. Deal. Da darfst du auch handeln. Okay. Aber erstmal bist du ja eh mit Kämpfen dran. Also ich würde ja meine Hilfe nehmen. Was ist das? Monsterbannen. Warum? Jederzeit spielbar. Lege ein Monster mit allen Schätzen, die es bei sich trägt, ab. Im Kampf zählt ein derartig erlegtes Monster nicht als getötet, bringt daher keine Stufe. Hinfort, du böser Geist. Nimm die Karte auch mit. Well played. So, mit sowas halte ich mich doch nicht auf, ey. Was soll denn das hier? Ja, aber es könnte, ist auch eine wichtige Karte gewesen, der für drauf geht. Nee, natürlich. Der ist auch für schlimmere Sachen, ey, welche wir brauchen können. Zum Beispiel Plutoniumdrache. Ich hab nicht einen Fehler machen. Ich muss mal verticken gehen gleich. So, und während wir dabei sind und über Verticken reden, spiele ich noch verborgene Schätzchen. Damit hebe ich die Marker ausgeplündert wieder auf. Ja.
Und den Raum kann man jetzt wieder plündern. Die Karte kommt ja weg. Aha. So, dann kommt mein Zug dran und mein Zug sagt, ich plündere diesen Raum. Ja, dann musst du plündern. Also durchsuchen. Das heißt, zwei Würfel. Ja. Okay, auf meiner Gehe plus eins auf alle durchsuchen Würfel. Und vor dem Durchsuchen kann ich zwei Karten ablegen und bekomme pro abgelegte Karte nochmal. Ist aber egal. Das sind 3 plus 1 sind 4. Das ist der Genickbruch. Du bekommst 500 Gold. Hier ist die Liste, falls ihr mir nicht glaubt. Ich glaube dir auch nicht, dass die hast du auch selber gedruckt. Bei der Adokan liegen da übrigens 4 Regelwerke. Ja, für jeden Spieler, da steht auch, wer dran ist, Adokans Regelwerk. 1. 10.000 Gold und alle Schätze. So, da ich aber hier dealen kann, verkaufe ich meinen angespannten Bogen, das bringt mir 1.000, also ein Level, investiere ich direkt. Und ich verkaufe noch den Trank für 700, bringt mir also 1.400, investiere ich auch, ich hätte gern 400. Bin ich auf Level 6, bin ich auf Level 7, warte, spar dir das. Wie viel bekomme ich noch? 400. Dann gebe ich dir nämlich noch die 600 und bin damit auf Level 8. Dann ist auch noch ein Bewegungsmarker, um noch zu dealen, ja? Also, ich habe... Du hast da noch nichts gemacht. Gedealt. So. Und Raumdurchsuch nicht vergessen. Ach je. So. Und ich denke, wir machen es jetzt mal mit großen Schritten auf ins Vergnügen. Nach oben. Nö, nach hier unten, der geschlossene Raum, weil ich bin ein Dieb, ich kann da durch. Hab nämlich noch einen Marker. Flupp. Guten Tag. Ja, rein die Amazone. Wir erwarten dich beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe es. Und ich... Oder gehe ich noch woanders hin? Nee, das reicht. Oder gab es hier irgendwas? Moment. Lege die Verbindung. Ach nee, das war das. Und Schwächen, Stärken gibt es hier auch keine. Ja, alles klar. Du bist fertig, ja? Ich bin fertig, reicht doch. Ich ziehe meine Karte. Ich meine, nach deinem Zug ist dann wieder Ende, wie immer. Einer muss es jetzt zu Ende bringen. Ja. Ich gehe auch in einen neuen Raum und zwar gehe ich oben weiter. Oh, hier, da. Ja, genau, für uns. Der Besucher ist auch oben jetzt. Und ich bin auf klebrigem Boden. Ja. Falls du nicht die Kraft Flug hast, musst du einen zusätzlichen Bewegungsmarker aufgeben, um diesen Raum zu verlassen. Hm. Alle Munchkins haben minus 1 auf Weglaufen. Alle? Auch die Fliegen? Alle. Hm. Oh, da fehlen noch Türen. Oh, okay. Ich gehe nur einmal. Es wurden Fehler gemacht. Es sei denn, es gibt eine Wand, dann liegt das Ding hier. Es sei denn, es gibt drei Fehler gemacht. Zwei Wände, genau. Der Lacker! Das ist schon zwei Wände, weil das so umsonst. Wenn man sich gesehen hat, hier kam eine Wand, da ein Eingang. Das war knapp. So, ich bin also jetzt dort noch drin. Ja. Du kannst ja fliegen, ne? Ich kann fliegen, ja. Hier, meine Flugsandalen nicht vergessen. Heilbringe werden hier gedisst. Und das Monster kriege ich, nachdem ich eins verloren habe, ist das auch ganz gut. Das ist fair, oh, da habe ich auch noch was Gutes bekommen. Ich kriege das Monster, weil ich es ja für mich gewürfelt habe. Ich bekomme den Level 1 Goldfisch. Den kriege ich bestimmt noch hin. Wenn du den Goldfisch besiegst, darfst du dir entweder eine normale Stufe gönnen oder den Goldfisch verschlucken. Letzteres gibt dir permanent einen zusätzlichen Lebenspunkt. Nimm dir einen neuen Lebenspunktmarker. Schlimme Dinge, du wirst ins Glas gezogen, schwimm um dein Leben. Lass den dein Schuhwerk und all dein Gold fallen. Ja, er ist Level 1. Ich bin 14. Wer macht was? Ich helf dir. Für die Stufe. Ich würfel für den Fisch. Ich zahle noch 7. Boah, Monsterfisch. Und ich bin 17. Da ist doch was drin, Leute. Dadurch kann ich dir für 300 helfen. Wenn du mir 300 gibst. Was? Ja, was? Ja, dann wenn du mir 800 gibst. Der ist doch 11. Hör auf mit dem Mist, ey. Was ist denn das hier? Du musst, biete dem doch auch mal irgendwas. Du bist ja auch 11. Ja, der kann haben wir nichts. Ich hab nur ein bisschen Gold. Ja, 800 ist es mir nicht mehr. Gold. Jetzt krieg ich ja gleich mal. Ich hab nur ein Geld mit dem, dann darfst du mitkommen, ey. Nee, lass mal. Dann nehmt, dann. Also, ich mach doch nichts, ne? Nee. Ich hab einen Goldfisch besiegt und ich loote ihn, anstatt ihn zu essen. Oh, das geht ja mir gar nicht ähnlich. So nicht.
Der Timer! Ja. Ich bin noch dran, oder habe ich noch? Machen wir noch zu Ende. Ich habe jetzt eine Karte gezogen, die setze ich auch direkt. Die Notizen des Spielleiters lesen. Du darfst die Notizen des Spielleiters jederzeit lesen, selbst während eines Kampfes, und zwei DMX-Karten ziehen, die du sofort einsetzen kannst, egal worum es sich dabei handelt. DMX-Karten? Ja, die Deus Ex Munchkin-Karten. XM. Sehr gut. Was das ist, verrate ich aber erst im nächsten Part. Das habe ich mir endlich mal was Geiles gezogen. Ich meine, man hat es ja noch nicht zu Ende, ne? Ja, das wird jetzt leider richtig spannend, Leute. Aber das ist erst im nächsten Part soweit. Gut, dann darfst du jetzt eine Abmoderation machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und schaut morgen wieder vorbei, was der Alu dann so schön auf der Hand hat. Ja, ciao. Tschüss. Und dann seht ihr auch, wie ich das Spiel drehe. Oh, Level Up. Wie viele Karten hast du auf der Hand, ne? Mehr als genug, aber ich meine.